Wir freuen uns ganz besonders, dass unser Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat Martin Schulz heute hier ist. Nicht zum ersten Mal, lieber Martin, seitdem du gewählt und nominiert bist, warst du schon mehrfach hier bei uns im Land. Darüber freuen wir uns sehr, deine starke Verbundenheit hier zu Mecklenburg-Vorpommern, aber auch dein Respekt und deine Anerkennung gerade für die Lebensleistung der Ostdeutschen, die du ausgestrahlt hast, die du auch gesagt hast und deutlich gemacht hast. Und ich möchte Ihnen sagen, die hier in Mecklenburg-Vorpommern leben und natürlich auch wählen können, aber auch über die Grenzen hinaus. Am 24. September geht es um eine ganz wichtige Entscheidung. Es geht um die Entscheidung, wie sich unser Land in den nächsten Jahren entwickelt. Und nicht übrigens nur in den nächsten 4 Jahren, sondern es werden ja Grundsteine gelegt oder eben auch nicht, damit dieses Land sich viel weiter über die 4 Jahre weiterentwickelt. Und wir haben gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern, wir sind an so einem Ort, in einer Stadt sehen können, was wir geschafft haben in den letzten Jahren. Aber ich sage auch, das kommt nicht von allein. Und wir dürfen auch nicht von unserer Substanz leben. Und Frau Merkel hat sicherlich ihre Verdienste, aber sie steht eben nicht mehr für die Zukunft. Sie hat keinen Plan. Sie lehnt sich da in den Talkshows entspannt zurück und sagt, naja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Aber ein Weiter-so reicht eben nicht. Wir dürfen nicht von unserer Substanz leben, wir müssen weiter investieren in die Wirtschaft für gute Arbeitsplätze mit guten Löhnen. Und gerade wir hier in Ostdeutschland, wir wollen, dass nach der Rentenangleichung auch eine Idee präsentiert wird, wie wir es schaffen, in den nächsten Jahren die Löhne anzugleichen. Wer hier arbeitet, muss für die gleiche Arbeit genauso Lohn bekommen wie in den Westregionen. Und ja, unserem Land geht es gut, aber das heißt noch nicht, dass es Wohlstand deshalb für alle gibt. Und diejenigen, die hier viele Jahre gearbeitet haben, ohne Mindestlohn lange Jahre zu bekommen, jetzt noch von kleinen Löhnen und von dem Mindestlohn leben müssen, die fragen sich schon, wie geht es in den nächsten Jahren weiter und vor allem, wenn ich Rentnerin und Rentner werde. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eine Solidarrente bekommen, so wie sie Martin Schulz vorschlägt. Wenn wir nichts tun, dann wird das Rentenniveau weiter absinken. Martin Schulz hat einen Plan, wie wir das verhindern können. Wir hier im Land, wir wollen die Kita-Gebühren abschaffen. Die SPD hat dafür gesorgt, dass Schulgeld vor vielen, vielen Jahren abgeschafft wurde. Dass die Studiengebühren abgeschafft wurden. Aber immer noch kostet ein Bildungsbereich in unserem Land Geld. Und das ist der frühkindliche Bereich. Die Kita-Gebühren machen auch Eltern in unserem Land, die jeden Tag arbeiten gehen und nicht die großen Löhne haben, zu schaffen. Und wir wollen, dass junge Frauen, junge Männer, die arbeiten gehen und Kinder haben, mehr bei ihrem Lohn in der Tasche von ihrem Lohn haben und nicht so viel Kita-Gebühren zahlen müssen. Damit fangen wir an als Land. Wir wollen zum 01.01.2018 die Kita-Gebühren absenken, im nächsten Schritt zum 01.01.2019. Aber wir brauchen für die komplette Gebührenfreiheit Unterstützung des Bundes. Und für mich ist nicht akzeptabel, dass Frau Merkel und die CDU im Bund nicht bereit sind, uns einen Cent für die Gebührenfreiheit zu geben. Wir müssen für den kostenfreien Bildungsweg sorgen. Und das geht nur mit Martin Schulz, einem Kanzler und einer starken SPD. Und dafür bitte ich um Unterstützung. Liebe Gäste, das waren 2 konkrete Beispiele. 3. Löhne, Renten, aber eben auch Unterstützung für Familien, Investitionen in die Bildung. Die deutlich machen, dass man am 24.09. mit seiner Stimme ganz konkret etwas entscheiden kann, was auch den eigenen Alltag, den eigenen Lebensalltag sozusagen betrifft. Und deshalb ist es wichtig, zur Wahl zu gehen, es ist wichtig, sich in den nächsten Wochen zu informieren, wer hat welchen Plan. Der eine hat einen ganz konkreten, darüber kann man diskutieren, da kann man sagen, das finde ich gut, das fehlt mir vielleicht noch, aber Frau Merkel ist eben nicht bereit, einen Plan vorzulegen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in den nächsten Wochen hier kämpfen, gemeinsam und deutlich machen, worum es geht am 24.09. Und ich möchte mich vor allem an die Bürgerinnen und Bürger hier in Stralsund und in diesem Wahlkreis wenden. Viele denken, ich habe ja nur die Wahl entweder zwischen Frau Merkel, die hier kandidiert, oder der AfD. Nein, niemand muss sich hier zwischen Frau Merkel und der AfD entscheiden. Jede und jeder kann seine 2 Stimmen der SPD geben und eine taffe Abgeordnete wie Sonja Steffen, die vor Ort ist und sich kümmert, unterstützen und dafür sorgen, dass die SPD stärkste Kraft mit Kanzler Martin Schulz wird. Darum kämpfen wir in den nächsten Wochen. Ich freue mich auf einen heißen Wahlkampf.
und freue mich darauf, dass heute Martin Schulz da ist und zu uns sprechen wird, etwas zeigen wird davon, dass er eine Idee davon hat, wie es in Deutschland in den nächsten Jahren weitergeht. Wir können uns Stillstand nicht leisten. Wir müssen dafür sorgen, dass es in unserem Land weitergeht, gerechter wird für viele Menschen in unserem Land und dass wir Frieden und Freiheit nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa bewahren. Das ist eine große Aufgabe. Ich bin ganz sicher, die können wir mit Martin Schulz stemmen. Und deshalb, lieber Martin, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in Stralsund. Herzlich willkommen in Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank. Vielen Dank, Manuela, liebe Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank für den freundlichen Empfang bei Ihnen. Ich muss Ihnen offen sagen, es ist eine wunderbare Wahlveranstaltung. Tolle Atmosphäre, das ist ein tolles Bild. Ja, doch, am liebsten würde ich hier bleiben, hast recht. Ja. Stralsund ist eine wunderbare Stadt und ich will mich mal bedanken bei den Damen und Herren im Ozeaneum. Kann also nur empfehlen, es zu besichtigen. Es ist ein wirklich tolles, nicht nur ein toller Ort, wo man wunderbare Sachen präsentiert bekommt. Es ist auch die Vermittlung von Demut, die man gegenüber der Natur haben muss. Ich habe eben da eine Vorführung, eine Präsentation gesehen, die mir richtig Sorgen gemacht hat. Der Direktor des Ozeaneums hat mir die Verschmutzung unserer Meere mit Plastikmüll gezeigt und hat mir mal erklärt, wie das ist, wenn die Schildkröten zum Beispiel, die 300-400 Jahre alt werden, einen Plastikbeutel für eine große Qualle halten und ihn dann schlucken. Der Magen ist voll. Sie haben dann ein Sättigungsgefühl, das nicht mehr weggeht, weil das nicht verdaut wird. Und die verhungern dann. Ich sage das so deshalb, weil wenn man auf so einer Tour ist wie ich, dann bekommt man manchmal ganz praktisch und in einem kleinen Augenblick vermittelt, was wir als Politikerinnen und als Politiker, was wir als Gesellschaft für eine Verantwortung haben. Ja, kann man sagen, ist halt eine Schildkröte, weniger, nein. Das sind Wesen, die zu unserem Planeten gehören. Wir haben eine Verantwortung für die Welt, in der wir leben. Die haben wir für die Tiere, die haben wir für die Ozeane, die haben wir für uns selbst und für unsere Gesellschaft. Und die haben wir vor allen Dingen für unsere Kinder und deren Kinder. Und deshalb ist am 24. September die Wahl natürlich eine Richtungswahl. Das, was heute entschieden wird von der Generation, der ich angehöre, wird ja nicht mehr mein Leben. Ich bin 61 Jahre alt. Ich habe ein Stück, ich glaube, da kann man von ausgehen, weniger Zukunft als Vergangenheit. Aber die jungen Leute, die ich gerade getroffen habe, die haben ihr Leben noch vor ihnen, vor sich. Und was ich möchte, ist, dass wir am 24. September eine Politik beschließen in unserem Land, die sich nicht selbstgerecht zurücklehnt und sagt, ja, es geht uns ja gut, was sollen wir verändern? Es gibt diesen wunderbaren Satz von Willy Brandt, der lautet: Wer morgen noch sicher leben will, der muss heute die Reformen durchführen, der muss heute investieren. Deshalb ist das, was wir heute an Gerechtigkeit schaffen, was wir heute an Zukunft schaffen, was wir heute für Europa tun, die Gerechtigkeit der nächsten Generation, die Zukunftssicherung der nächsten Generation und wenn ich an Europa denke, die Friedenssicherung für die nächste Generation. Darum geht es am 24. September. Liebe Gäste, ja, Deutschland geht's gut. Ja, finde ich auch. Das ist ein tolles Land. Schaut euch hier um, ist viel geschaffen worden. Und ich möchte, dass das so bleibt. Aber wenn ich in Stralsund bin, ich habe das heute auch in Parchim schon gesagt und ich will es hier wiederholen. Ich bin an der anderen Grenze, an der Westgrenze unseres Landes, an der Grenze zu den Niederlanden und zu Belgien zu Hause. Da bin ich geboren. In dem Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich, zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden, nah an Luxemburg, nah an Frankreich. Und ich bin geboren in einer Atmosphäre nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Bundesrepublik Deutschland, die damalige junge Bundesrepublik Deutschland, als ein demokratischer Rechtsstaat aufgebaut wurde. Ich habe in meinem ganzen Leben
nur Demokratie gekannt und immer nur eine Entwicklung des Meer. Eine Entwicklung des Meer an Freiheit, des Meer an Gerechtigkeit, des Meer an Bildung, des Meer an Einkommen, des Meer an Chancen, eine Entwicklung des Meer an Stabilität, des Meer von Frieden. Aber diejenigen, die meiner Generation angehören und hier in Stralsund geboren sind, die haben in ihrem Leben größere Herausforderungen meistern müssen als ich. Ich habe in meinem Leben nicht immer einen geraden Lebensweg genommen. Ich weiß auch, was es bedeutet, wenn man Brüche in seinem Leben erlebt und verkraften muss. Aber die Generation der Männer und Frauen hier im Osten, die meiner Generation angehören, und die Älteren und auch deren Kinder, die haben erlebt, wie es ist, wenn man von einem Tag auf den anderen vor der Herausforderung steht, dass nichts mehr so ist, wie es vorher war. Dass alles anders ist. Dass man sich auf alles neu einstellen muss. Dass alles, was bis dahin gegolten hat, plötzlich verändert wird. Und die Generation hier im Osten hat uns doch gezeigt, der Nation als Ganzes, dass man einen tiefen Umbruch, eine tiefe Veränderung erhobenen Hauptes aufrecht und in Würde bewältigen kann. Und ich finde, damit habt ihr einen riesigen Beitrag für das Gelingen unserer Nation geleistet. Dafür müssen wir den Menschen in Ostdeutschland Dank sagen und Respekt zollen. Respekt zollen für ihre Lebensleistungen, die sie erbracht haben. Und damit bin ich bei einem zentralen Punkt meiner Wahlkampagne, bei einem zentralen Punkt der Debatte, die ich in unserem Land führen will. Das ist eine Debatte über Respekt. Mir begegnen immer wieder Menschen, auch heute wieder in Parchim, auch hier in Stralsund, die mir erzählen über ihre Lebenssituation. Ich habe eben mit ganz jungen Leuten, mit Schülerinnen und Schülern hier zusammengesessen, die mir auch über das, was bei ihnen zu Hause ist, berichten. Und wenn ich zuhöre, was mir erzählt wird, ist immer und immer wieder ein wiederkehrendes Element, dass Leute mir sagen, ich leiste meinen Beitrag für diese Gesellschaft. Ich halte mich an die Regeln. Ich tue das, was man von mir verlangt. Ich zahle meine Steuern. Ich komme meiner Arbeit nach. Ich erziehe meine Kinder zu anständigen Bürgerinnen und Bürgern unserer Gesellschaft. Aber ich zähle doch hier überhaupt nichts. Für mich interessiert sich doch keiner. Ich und mein Schicksal und das Schicksal meiner Familie ist euch doch egal. Und wenn man nachfragt, wie meinst du das denn? Erklär das doch mal. Dann können sehr oft die Leute, ihr kennt das doch alle selbst, sie können es nicht so genau erklären, aber es ist ein Gefühl. Ein Gefühl, man rackert sich ab. Es ist ein Gefühl, man leistet seine Teile zum Gelingen des Ganzen, aber irgendwie kriegt man es nicht zurückgespiegelt. Es fehlt in der Gesellschaft der Respekt vor der individuellen Leistung von Menschen. Es fehlt der Respekt vor der einzelnen Person, vor dem Individuum, und den Ansprüchen, dass dieses Individuum in unsere Gesellschaft integriert sein soll. Und ich will, dass dieser Respekt in unsere Gesellschaft zurückkehrt. Ich trete dafür an, dass wir eine respektvolle Gesellschaft haben. Lasst es mich mal praktisch machen. Die Chirurgin, die ein Herz verpflanzt und ein Leben rettet, die bekommt unsere Bewunderung und die hat sie auch verdient. Aber die Krankenschwester, die neben dran steht als OP-Schwester und ihr dabei hilft, über die redet keiner. Und ich will, dass über den Busfahrer, der unsere Kinder morgens zur Schule fährt und abends wieder nach Hause bringt oder am Mittag, in dessen Verantwortung auch Menschenleben sind, dass der den gleichen Respekt bekommt. Lasst uns endlich darüber reden, dass der Artikel 1 unserer Verfassung lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dazu gehört aber dann auch, dass jeder einzelne Mensch die Würde bekommt, die ihm in der Gesellschaft, in der wir leben, zusteht. Das ist ein elementarer Punkt meines Programms. Ich will die Gesellschaft des Respekts. Dazu gehört übrigens auch der Respekt davor, dass es Männer und Frauen in unserer Gesellschaft gibt, liebe Leute. Dazu gehört, dass es Männer und Frauen in unserer Gesellschaft gibt, die auch Respekt brauchen, wenn sie den Laden zusammenhalten wollen. Und lasst mich mal, weil ja immer unsere Wettbewerber über die innere Sicherheit reden, was zu Polizeibeamten sagen, mal was zu Feuerwehrleuten sagen, mal was zu Rettungskräften sagen, die zu Unfallorten kommen. Es ist auch ein Zeichen von mangelndem Respekt, wenn ich höre und lese, dass Polizeibeamte, die zu einem Unfallort kommen, dass Rettungssanitäter, die zu einem Unfallort kommen, behindert werden, um einem dort zu helfen, weil irgendeiner da steht, der ein Selfie schießen muss. Wenn wir zu Respekt in unserer Gesellschaft zurückkommen, dann gehört auch der Respekt dazu, dass diejenigen, die die Gesellschaft zusammenhalten, die unsere Demokratie schützen, die dafür sorgen, dass wir uns auf sie verlassen können,
wenn wir sie brauchen, dass die auch respektiert werden. Und deshalb an all die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die in unserem Land, an die Hauptamtlichen sowieso, aber die Ehrenamtlichen, die in unserem Land arbeiten, ein besonderes Dankeschön. Und einen Satz zu dem Satz, wir schaffen das. Ja klar schaffen wir das, wenn wir zusammenhalten. Aber in der Flüchtlingskrise hat unser Land eine große Solidarleistung gebracht. Aber diese Solidarleistung ist nicht die Leistung einer einzelnen Frau gewesen. Es war die Leistung von hunderttausenden Männern und Frauen, die in der Flüchtlingshilfe sich engagiert haben und die gezeigt haben, wie man Respekt im Alltag praktizieren kann. Deshalb hier in Stralsund, wie in der ganzen Republik, an die Zivilgesellschaft, an die Ehrenamtler, an die, die den Laden am Laufen halten, ein herzliches Dankeschön. Ihr seid der Stolz unseres Landes. Es gibt diesen tollen Satz, Deutschland geht es gut. Ja, das stimmt. Aber die Ableitung daraus, dass es allen Deutschen gut geht, die ist falsch. Wenn in unserem Land Unternehmensfürsten zweistellige Millionenbeträge als Abfindung bekommen, obwohl sie ihr Unternehmen fast an die Wand gefahren haben, und gleichzeitig mit ihren Entscheidungen eine Verunsicherung in unser Land gebracht worden ist, wie bei der Automobilkrise, da muss man darüber offen reden. Das kann man natürlich in gebundenen Sätzen machen, man kann es aber auch im Klartext machen. Diejenigen, die darauf angewiesen sind, einen Diesel zu fahren, weil sie Pendler sind, diejenigen, die darauf angewiesen sind, einen Diesel zu fahren, weil sie Lieferanten sind, weil sie Kleinunternehmer sind, weil sie Handwerker sind, denen kann ich natürlich sagen, ja, vielleicht im Jahre 2040 oder 45 haben wir keine Verbrennungsmotoren mehr. Die fragen mich aber, wer kommt eigentlich für die notwendige Umrüstung der Software in diesen Fahrzeugen auf? Muss ich das selbst bezahlen oder müssen das die Unternehmen bezahlen, die diesen Schaden verursacht haben? Natürlich kann man da allgemeine Floskeln in die Welt setzen, aber wenn wir Fahrverbote vermeiden wollen, dann müssen wir saubere Autos auf die Straße bringen, dann müssen wir auch konkrete Vorschläge machen, wie wir das machen. Und die Fahrverbote zu vermeiden, das ist etwas, was wir dringend tun müssen, weil die meisten Menschen, die Diesel fahren, sind Pendlerinnen und Pendler, die darauf angewiesen sind, dass sie zu ihren Arbeitsplätzen kommen. Und die habe ich im Auge. Ich will das mal ganz salopp sagen. Die Golffahrer, die sind mir wichtiger als die Golfspieler in den Unternehmensvorständen. Deshalb eine konkrete Ansage. Eine konkrete Ansage an die Unternehmensvorstände. Ihr müsst für den Schaden, den ihr da verursacht habt, auch haften. Und ihr müsst auch dafür zahlen in diesen Unternehmen. Und was da in der deutschen Automobilindustrie abläuft, das ist gefährlich. Und das müssen wir auch im Auge haben. Ich möchte, dass wir auch in der Zukunft noch ein exportstarkes Land sind. Ich möchte, dass wir in der Zukunft auch noch Automobile bauen und Automobile exportieren. Und deshalb müssen wir in Forschung und Entwicklung von energiearmen Motoren, von CO2-Reduzierung investieren. Das kostet Geld. Und dieses Geld müssen wir in die Hand nehmen. Und deshalb ist einer unserer Vorschläge, die ich gemacht habe für unseren Erneuerungsplan für Deutschland, der, dass wir natürlich eine Schuldenbremse brauchen. Da stehen wir auch zu. Aber es kann nicht sein, dass wir nur über Schulden reden. Wir müssen auch über Investitionen reden. Man muss ein Haus nicht renovieren, wenn es zusammenbricht, sondern wenn es anfängt, im Gebälk zu knirschen. Natürlich können wir uns zurücklegen und sagen, ja, alles ist gut, wir brauchen nichts zu investieren. Natürlich kann man sagen, wie die Vorsitzende der CDU, Frau Merkel, das gesagt hat über die Europapolitik. Sie hat zur Europapolitik in einem Treffen mit Herrn Macron gesagt, ich habe Großes mit Europa vor, was ich vorhabe, sage ich nach der Wahl. Also, herzlichen Glückwunsch. Ich bin immer davon ausgegangen, dass der Wahlkampf, der Austausch der Argumente vor der Wahl ist und nicht nach der Wahl. Jetzt kann man natürlich sagen, ihr habt mich, das muss euch reichen. Erstmal brav wählen, dann sage ich euch, wie es weitergeht. Ich finde, es muss umgekehrt sein. Ich sage vor der Wahl, was ich will, was ich vorschlage und werbe um Vertrauen. Und glaubt es mir, das wird die nächsten 5,5 Wochen beherrschen. Das wird die nächsten 5,5 Wochen prägen. Die Frage,
ob wir in Deutschland gerechte Löhne haben oder ob wir keine gerechte Löhne haben. Man kann natürlich auf Wahlplakate kleben, gerechte Löhne, aber anschließend die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen für die gleiche Arbeit verweigern. Was für ein Widerspruch. Unser Vorschlag ist in der nächsten Wahlperiode gleiche Löhne für Männer und Frauen für die gleiche Arbeit am gleichen Ort. Das ist eine klare Aussage. Da hat man die Wahl, die und ihre Plakatsprüche oder wir mit dem konkreten Vorschlag. Wenn wir nicht in die Rentenpolitik eingreifen, wenn wir das Rentenrecht nicht reformieren, dann haben wir die Entwicklung, dass die Renten absinken bis zum Jahre 2030 deutlich und dass die Beiträge steigen werden zur Rentenversicherung. Und da, das ist einer der wenigen Bereiche, wo wir eine klare Unterscheidung haben, weil da haben Sie sich ausnahmsweise mal bekannt. Auch die Bundeskanzlerin. Wir brauchen bei der Rente nichts zu ändern. Und der Herr Schäuble, der Bundesfinanzminister, hat gesagt, wir arbeiten bis 70. Und da haben wir eine andere Auffassung. Wir müssen in die Rentengesetzgebung eingreifen. Andrea Nahles hat mit mir gemeinsam einen Vorschlag gemacht. Wir nennen das doppelte Haltelinie. Die Renten auf dem Niveau sichern, auf dem sie heute sind, und die Beiträge stabilisieren. Wenn das anders ist, wenn wir nicht handeln, das müsst ihr wissen, wenn wir nicht handeln, wird es wie folgt laufen. Dann wird bis 2030 die Rente absinken, jedes Jahr ein Stück mehr. Und die Beiträge werden steigen, jedes Jahr ein Stück mehr. Und das führt dazu, dass die jungen Männer und Frauen, die heute zahlen in die Rentenversicherung, die Generation sein werden, die die höchsten Beiträge in die Rentenkasse zahlt und am Ende die niedrigsten Renten rausbekommt. Und dafür darf sie dann auch noch bis 70 arbeiten. Und ich frage mal, wer soll denn da eigentlich bis 70 arbeiten? Da geht es nicht nur um den Bauarbeiter, den Dachdecker oder den Maurer, der mit 14 in die Lehre gegangen ist oder mit 16 und nach 40 Jahren mit 56 verbraucht ist und kaputt ist und dem ich dann sage, ja, du musst da 14 Jahre arbeiten bis 70. Da geht es auch um die alten Pflegerin, die dann 70 sein soll und den 80-Jährigen pflegen soll. Ja, meine Güte, wo soll das denn enden? Am 24. haben wir eine Alternative. Unser Konzept der Rentenstabilisierung oder deren. Und wenn mir einer sagt, ja, die können da halb bis 70 arbeiten, das ist ja das Argument, wir werden alle immer älter, deshalb können wir ja auch bis 70 arbeiten. Das ist gegenüber ganz, ganz vielen Männern und Frauen, die hart haben schuften müssen, auch ein Mangel an Respekt, dass ich einem, der 60 ist, plötzlich sage, ja, da musst du noch bis 70 arbeiten, damit die Renten sind. In einem Land, das an die 50 Milliarden Überschüsse bei Bund, Ländern und Gemeinden hat, sagen wir, da kannst du bis 70 arbeiten. In einem Land, das über 50 Milliarden Überschüsse bei Bund, Ländern und Gemeinden hat, haben wir Pflegenotstand. In einem Land, das solche Überschüsse hat, leisten wir uns eine Gesellschaftspolitik, in der Eltern dafür bezahlen müssen, dass sie Kinder großziehen. Das versteht in vielen Ländern Europas kein Mensch. Wir sind ein Land, in dem Eltern die Kinder erziehen, wenn sie die Kinder zur Kita bringen, dafür bezahlen müssen. Das ist nicht irgendetwas. Wenn wir sagen, wir wollen die Gebührenfreiheit, die Manuela hat das eben gesagt, wir haben das Schulgeld abgeschafft. Wir haben die Studiengebühren abgeschafft. Die Gebühr dafür, dass du bezahlen musst, wenn du Kinder erziehst, die will ich auch abschaffen. Unser Land muss doch stolz darauf sein, dass Eltern, dass Paare den Mut besitzen, Kinder großzuziehen. Die Kinder sind doch die Zukunft unserer Gesellschaft. Und da geht diese Gesellschaft hin und verlangt Eintrittsgebühren für die Kita. Das ist unser Programm, Gebührenfreiheit von der Kita bis zur Uni und bis zum Meisterbrief. Da haben wir eine klare Alternative am 24. Die Bundesrepublik Deutschland ist die größte Mitgliedsnation in der Europäischen Union, meine Damen und Herren. Und wozu es führt, wenn der Respekt zwischen Völkern und Nationen, wenn der Respekt zwischen Religionen, wenn der Respekt zwischen Rassen, wenn der Respekt zwischen Menschen verloren geht, wozu es führt, wenn Politikerinnen und Politiker in dieser Frage nicht klare, wenn Politikerinnen und Politiker in dieser Frage nicht klar Position beziehen, das konnte man gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika sehen. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist
nach einem Neonazi-Angriff in Charlottesville, wo ein durchgeknallter Neonazi in eine Menschenmenge rast mit einem Auto und einen Menschen tötet, da ist der Herr Trump nicht in der Lage, sich zu distanzieren. Da macht er irgendwelche verqueren Aussagen über Gewalt. Ich will mal eins ganz klar sagen, diese Geisteshaltung, die können wir uns nicht leisten. Wer in der Politik ein verantwortliches Amt übernimmt, zumindest in unserem Land, aber das ist in allen anderen Demokratien eigentlich auch selbstverständlich, der kann gegenüber Gewalttätern nicht schweigen, der kann gegenüber Gewalttätern nicht ambivalent sein, der muss eine klare Position beziehen. Was da gelaufen ist, das ist Neonazi-Terror. Und man kann von einem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika schon erwarten, dass er sich da klar positioniert. Und man kann ihm auch mit klaren deutschen Hauptsätzen sagen, diese Politik, wer, der Trump ist gut? Ach, Putin ist gut. Das ist, ja, genau. Ganz genau. So. Jetzt weiß ich das auch. Einem solchen Präsidenten der USA kann man in klaren Hauptsätzen sagen, diese Art der Politik ist gefährlich. Wer sich Gewalttätern gegenüber den Luxus erlaubt, zu schweigen oder doppelbödig zu sein, der ermutigt diese Typen. Und wir haben in unserem Land auch diejenigen, die das Gedankengut verbreiten, diejenigen, die den mangelnden Respekt vor anderen Meinungen, vor anderen Religionen, vor anderen Hautfarben propagieren. Wir haben auch in diesem Land eine Partei, die hat einen Spitzenkandidaten, der mal schnell den Satz vom Stapel lässt, wer möchte schon Jerome Boateng als Nachbarn haben, dieser Herr Gauland. Wir haben auch in diesem Land die Leute, die rumlaufen und den Neonationalismus, die rumlaufen und den Rassismus, die Fremdenfeindlichkeit, den Antisemitismus propagieren. Und das sind nicht irgendwelche, das sind die, die schicken Abgeordnete in den Landtag, wie diesen Herrn Höcke da in Thüringen, der das Mahnmal, das Holocaust-Denkmal in Berlin, in der Mitte unserer Hauptstadt, als ein Mahnmal der Schande bezeichnet. Das ist ein Abgeordneter, der von einer 180-Grad-Wende spricht, die notwendig wäre in der Erinnerungskultur unseres Landes. Was für mich als sozialdemokratische Parteivorsitzende ja die Frage aufwirft, ob wir über den Widerstand der Sozialdemokratischen Partei gegen die Nazis nicht mehr reden dürfen. Ist das die Wende, die der Herr Höcke will? Ich war auf einer Wahlveranstaltung in Nordrhein-Westfalen, da kam ein junger Mann mit schwarzer Hautfarbe, hatte einen Hut auf, mit schwarz-rot-goldenen Farben, er hatte sich seinen Hut schwarz-rot-gold angemalt, kam zu einer SPD-Wahlveranstaltung. Und musste sich von diesen Leuten anpöbeln lassen, nimm den Hut ab, das sind nicht deine Farben. Machen wir es kurz, die sogenannte Alternative für Deutschland ist keine Alternative für Deutschland. Sie ist eine Schande für die Bundesrepublik und wenn wir sie aus dem Parlament raushalten können, dann sollten wir das tun. Wir sind das größte Mitgliedsland in der Europäischen Union und wir sind das leistungsstärkste Mitgliedsland in der Europäischen Union. Das ist ja doof, Alter. Ganz genau, guck mal. Ja, ganz genau. Okay. Okay, hör mal, bist du? Ich sag dem Bauer Korn gleich mal Bescheid. Der kann dich gut gebrauchen, ehrlich. Also. Da kriegst du einen neuen Job bei dem. Wir sind das größte Mitgliedsland in der Europäischen Union. Genau. Und in diesem Mitgliedsland der Europäischen Union gibt es eine Regierungschefin, die macht einen Vorschlag. Die macht einen Vorschlag, den der Herr Trump ihr vorgeschlagen hat. Und von dem er erwartet, dass wir ihn umsetzen. Dieser Vorschlag lautet, dass wir 20 bis 30 Milliarden Euro jedes Jahr mehr in die Rüstung stecken sollen.
Das sogenannte 2%-Ziel, das die NATO angeblich beschlossen hat, heißt nichts anderes als 20 bis 30 Milliarden Euro mehr. 2% des Bruttoinlandsprodukts soll für Rüstung ausgegeben werden. Ich bin dafür, dass wir unsere Bundeswehr ausstatten mit dem Geld und der Ausrüstung, die sie braucht. Wir haben der Bundeswehr in jedem Jahr neue Mandate zugeschanzt, ihr neue Aufgaben gegeben. Wir haben der Bundeswehr in jedem Jahr neue Sachen abverlangt. Aber von Herrn von und zu Gutenberg bis zu Frau von der Leyen, immer ein von vorneweg, aber jedes Jahr weniger Geld für die Bundeswehr. Der von und zu Gutenberg hat die Bundeswehr wie ein Sparschwein behandelt. Und die gehen dann heute hin und reden davon, dass wir mehr Sicherheitsausgaben brauchen. Das sind die Fehler, die sie selbst verursacht haben, für die sie sich jetzt dann aufmanteln als die, die die Lösung dafür haben. Ich kann nur mal empfehlen, mit den Mitgliedern und mit den Angehörigen unserer Streitkräfte mal darüber zu reden, was die darüber denken, wie sie in den letzten Jahren behandelt worden sind. Ich bin dafür, dass wir der Bundeswehr die Ausstattung geben, damit sie ihre Hubschrauber in die Luft kriegen, damit sie ihre Einsätze fahren können. Dafür brauchen die Geld. Die Experten sagen mir, zwischen 3 und 5 Milliarden Euro braucht die Bundeswehr jedes Jahr mehr. Die soll sie bekommen, weil ich bin dafür, dass wir Sicherheit haben, auch militärische Sicherheit. Aber ich bin nicht bereit hinzunehmen, dass wir die Bundeswehr zur größten Armee Europas aufrüsten, umgeben von Freunden. In der Mitte Europas wäre in der Mitte des nächsten Jahrzehnts, wenn wir in jedem Jahr 20 bis 30 Milliarden Euro mehr in die Rüstung stecken, die Bundeswehr die größte Armee, größer als die von Frankreich, größer als die Armee von Großbritannien. Kann mir mal einer sagen, wozu wir 20 bis 30 Milliarden mehr ausgeben sollen dafür? Heute haben wir 37 Milliarden Euro für die Bundeswehr. 30 Milliarden mehr wären 67 Milliarden Euro. Wir verdoppeln praktisch unsere Rüstungsausgaben. Das ist das 2%-Ziel. Angela Merkel sagt, ja, ich will die Aufrüstung dieses Landes in dieser Form. Und ich sage bis zum 24. September das Gegenteil. Ich will eine gute Ausstattung unserer Bundeswehr. Aber ich will keine Aufrüstungsspirale im Sinne von Trump. Dieses Geld stecken wir in die Bildung. Dieses Geld stecken wir in die Pflege. Dieses Geld stecken wir in die Forschung, aber nicht in die Aufrüstung. Und deshalb hat jeder Bürger und jede Bürgerin eine Wahl. Und es ist schon so, dass es mich nicht überrascht, dass darüber nicht diskutiert werden soll. Es geht im Übrigen nicht, dass irgendein Kanzler hinter verschlossenen Türen in irgendeinem NATO-Rat mal schnell beschließt, 30 Milliarden mehr für die Rüstung. Darüber hat nie der Deutsche Bundestag beraten. Darüber ist nie in Deutschland abgestimmt worden. Aber über den Haushalt bestimmt der Deutsche Bundestag und nicht eine einzelne Person alleine. Und wir wählen jetzt am 24. September den nächsten Deutschen Bundestag. Und deshalb werden die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes darüber abstimmen können. Und ich sage das ganz klar. Ich will Bildung statt Aufrüstung. Und ich verstehe gut, dass die nicht darüber diskutieren wollen. Ja klar. Der Wahlkampf von Angela Merkel, der Wahlkampf von der CDU ist völlig klar. Ihr habt mich und das muss euch reichen. Für eine gerechte Gesellschaft, in der die Würde des Einzelnen im Mittelpunkt steht, in der eine Gesellschaft organisiert wird, in der die Menschen, wenn sie ein Leben lang hart gearbeitet haben, in Würde alt werden können, in der sie sicher sein können, dass sie auch im Alter würdig behandelt werden, dass sie gepflegt werden, in der sie von der Rente ein einigermaßen vernünftiges Auskommen haben. Das ist eine gerechte Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der zwei Einkommen häufig nicht mehr reichen, um die Mieten in den Ballungsräumen zu zahlen und dann du die Kinder noch im Hause hast und für die kannst du Kita-Gebühren bezahlen. Und du hast deine Eltern, die du pflegen musst, aber die haben Pflegenotstand. Das ist keine gerechte Gesellschaft. Ich will eine Gesellschaft, in der die Paare, die Kinder noch zu Hause haben, aber sich schon um ihre Eltern kümmern müssen, nicht in die Knie gehen, weder physisch noch finanziell, sondern indem wir ihnen helfen, indem es genug Kita-Plätze gibt, die gebührenfrei sind, indem es genug Ganztagsschulplätze sind. Wenn die Kinder in der Kita sind, da geht's. Und da kommen sie in die Grundschule, da stehen sie mittags mit einem Schulranzen, voll Hausaufgaben vor der Tür und für die Eltern bricht die Krise aus. Wo kriege ich die Kinder untergebracht? Ich will, dass dieser Staat dabei hilft, dass diese Paare
entlastet werden und nicht belastet sind dadurch, dass der Staat sich entlastet von der Verpflichtung für die Fürsorge und Fürsorge für diese Leute. Ich will, dass unsere Kommunen vernünftig ausgestattet werden finanziell, damit unsere Schulen keine Bruchbuden sind. Ich will, dass wir in unser duales Ausbildungssystem investieren, anstatt Steuergeschenke an Reiche zu verteilen. Ich möchte, dass wir ein friedliches Europa haben, in dem die Rechtsextremisten die Gewalt bereiten, in dem die Mordbrenner, die aufrufen zum Mord, weil sie sich auf eine Religion berufen, in ihre Schranken gewiesen werden. Ich will ein Europa, in dem Völker untereinander solidarisch sind, auch solidarisch mit Flüchtlingen. Es kann nicht sein, dass wir die Flüchtlinge alleine aufnehmen. Das ist nicht, wie der Herr Orban, der beste Freund vom Herrn Seehofer, der ungarische Ministerpräsident, sagt, ein deutsches Problem. Das ist eine europäische Herausforderung und es kann nicht sein, dass die Flüchtlingsproblematik nicht diskutiert werden darf im Wahlkampf. Ich bin nach Italien gereist, ich habe mir das angeguckt in Italien, wie da jeden Tag die Boote ankommen. Da lese ich hier, dass welche Politiker von der CDU sagen, der zieht die Flüchtlingspolitik in den Wahlkampf. Na, die Flüchtlingspolitik gab es, da gab es doch keinen Wahlkampf. Und die wird es auch noch geben, da ist der Wahlkampf vorbei. Als ob man dann während eines Wahlkampfs ein virulentes Problem ausblendet. Das hätten sie gerne, dass wir nicht über die Probleme dieses Landes reden. Ich will, dass wir in Europa eine solidarische Verteilung unter allen Mitgliedsländern der Europäischen Union bei der Flüchtlingsfrage bekommen. Es geht nicht, dass Länder sagen, wenn sie sich von Russland bedroht fühlen, brauchen wir Sanktionen und sie bekommen sie. Das ist Solidarität. Und wenn sie sagen, wir brauchen für unsere wirtschaftliche Entwicklung Geld aus dem EU-Haushalt und sie bekommen das Geld, das ist Solidarität. Da bin ich für. Und wenn es um Flüchtlinge geht, da sagen die, nee, da müsst ihr selbst mit fertig werden, da haben wir nichts mit zu tun. Solidarität ist keine Rosinenpickerei, sondern ein Prinzip. Und deshalb will ich die EU reformieren und werde den europäischen Haushalt zu einem Solidarhaushalt machen, bei dem klar ist, diejenigen, die sich nicht beteiligen an der Aufnahme von Flüchtlingen, die können nicht erwarten, dass das Prinzip gilt, bei Sanktionen ja bitte, bei Geld ja bitte, bei Flüchtlingen nein, danke. Der Macron hat 2 Monate gebraucht. Der Macron hat 2 Monate gebraucht als französischer Staatspräsident, um zu sagen, die Europäische Union ist kein Supermarkt, in der sich jeder aus dem Regal nimmt, was ihm gerade gefällt, sondern wir sind eine Solidargemeinschaft von Staaten. Dieses Prinzip der Solidarität ist wichtig. Es ist deshalb wichtig, weil niemand mehr von dieser europäischen Solidarität profitiert hat als wir. Der europäische Binnenmarkt, meine Damen und Herren, ist die stabile Basis der deutschen Exportwirtschaft. Der europäische Binnenmarkt und seine Beziehungen zu Märkten der anderen Welt hilft uns, unsere Güter in alle Welt zu exportieren. Der europäische Binnenmarkt ist die Region auf der Welt, wo es die meisten Demokratien gibt, wo die Würde des Menschen, die individuellen Grundrechte, die Freiheit eines jeden und der Frieden verfassungsrechtlich garantiert ist. Das gibt es nirgendwo auf der Welt, das gibt es nur in Europa. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Staaten, die in Gemeinschaft als Demokratien arbeiten, wie bei uns in Europa. Europa ist ein Riesengeschenk an uns. Ich habe zu Beginn meiner Rede gesagt, ich bin ein westdeutsches Nachkriegskind. Meine Eltern, mein Vater war Jahrgang 1912 und meine Mutter Jahrgang 1920. Mein Vater hat 2 Weltkriege erlebt. Meine Mutter ist 1920 geboren. Und mein ältester Bruder 1944 am 5. September. Und am 6. September begann das Bombardement meiner Heimatstadt, die praktisch dem Erdboden gleichgemacht wurde, weil es ein strategisch wichtiger Punkt in der Nähe von Aachen war. Und Aachen war die erste Stadt, die von den Alliierten eingenommen wurde. Im Namen Deutschlands wurden unsägliche Verbrechen in Belgien, in den Niederlanden, in Frankreich, in Italien, in Polen, in Russland, egal wo, begangen. Und trotzdem, 5 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, 1950, 5 Jahre später, das ist die Zeit zwischen 2012 und heute, 5 Jahre später haben die Nachbarn, die Belgier, die Niederländer, die Luxemburger, die Franzosen, die Italiener, obwohl von der deutschen Armee
die Länder zerstört wurden, ihren Völkern von haben die uns die Hand gereicht, wurde den Völkern von den Politikern dieser Länder gesagt, wenn wir jemals Frieden in Europa haben wollen, dann müssen wir die Deutschen integrieren. Da müssen wir es den Deutschen ermöglichen, eine eigene, stabile Demokratie aufzubauen. Was wir getan haben, das haben wir getan. Die haben uns 5 Jahre nach Ende des Krieges die Hand ausgestreckt und gesagt, wir wollen euch aufnehmen in die Gemeinschaft, in die Familie der demokratischen Nationen. Das haben sie gemacht. Das hat die Überwindung gekostet. Das war nicht leicht. Können wir leicht nachvollziehen, dass die Leute da in Holland, in Belgien, in Frankreich gesagt haben, warum? Was sollen wir mit denen? Die haben ja alles kaputtgeschlagen. Trotzdem, da wurde dafür gekämpft, für diese Idee. Und die Völker wurden überzeugt. Und wir haben dieses Europa des Friedens geschaffen. Und als die Mauer fiel, da wurde dieses Europa auf den ganzen Kontinent ausgedehnt. Da wurde auch für die Menschen hier, denen diese Demokratie und Völkergemeinschaft vorenthalten worden war, dieser Traum von Europa Wirklichkeit. Und eine große Leistung, ja, das will ich ausdrücklich sagen, von Helmut Kohl war, dass er dieses neue Deutschland, dieses einige Deutschland, ihr erinnert euch doch noch, dass die Nationale Volksarmee und die Bundeswehr vereint wurden. Und plötzlich, das kann man heute nachlesen in den Protokollen der Regierung in London von Frau Thatcher, die Angst da war, was wird aus diesem neuen Deutschland? Was wird aus diesem mächtigen Land in der Mitte Europas, das plötzlich wieder so eine riesen Armee hat, das wirtschaftlich so stark ist? Gibt es wieder einen neuen deutschen Sonderweg? Müssen wir wieder Angst vor den Deutschen haben? Und es dann gelang, mit Männern wie Willy Brandt, auch mit Helmut Kohl, dieses neue Deutschland einzubetten, dieses wiedervereinte Deutschland einzubetten in eine stabile Demokratiengemeinschaft, die die längste Wohlstands- und Friedensperiode auf der Welt ermöglicht hat. Ich habe mein ganzes Leben dieser Aufgabe gewidmet, Deutschland in diesem Europa zu verankern, weil nichts unsere Nation und unser Land mehr schützt als ein starkes Europa. Aber ein starkes Europa wird nicht entstehen, wenn sich Deutschland nicht für dieses Europa engagiert. Deshalb, ich werde als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland dieses Europa reformieren, diesen Gedanken von Demokratie, von der Zusammenarbeit der Völker über Grenzen hinweg, über das, was uns trennt hinweg, über das kulturelle Trennende hinweg, über das wirtschaftlich Trennende hinweg, über das sprachlich Trennende hinweg. Ich werde mich als Kanzler dafür einsetzen, dass dieses demokratische, starke Deutschland seine Kraft nutzt, das demokratische, das solidarische, das starke Europa zu schaffen. In Zeiten von Putin, in Zeiten von Trump, in Zeiten von Erdogan braucht die Bundesrepublik Deutschland einen Kanzler, der Klartext redet. Und dieser Klartext heißt Gerechtigkeit nach innen, Mut zur Zukunft für die nächste Generation und ein starkes Europa. Dafür brauche ich Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank. Da ist der Bauer Kohl. Alles gut. Vielen Dank. Tja, meine Damen und Herren, der Applaus braucht nicht nachlässig. Redest du noch? Beide sind jetzt gekommen, ja, um Martin in seiner Rage wieder zu beruhigen, dass es keine gesundheitlichen Schäden gibt. Ne, wir brauchen ihn ja noch. Ne? So, das Gruppenfoto. Ich gehe mal beiseite, sonst gibt es Irritationen im öffentlichen Pult. Das soll man dann hier unten machen, das Foto ist doch viel besser, sonst haben wir hier die... Ja, ja. Das Pult davor. Ja, ja, sonst haben wir das Pult davor. Wir machen das Foto unten. Wir kommen aber runter. Ja. Wir gehen nochmal runter. Ja, wir gehen nochmal runter, wir machen das Foto unten. Und für die, ja, genau. Für die Weltpresse sei hier noch ein wichtiger Satz gesagt. Wenn ihr euch fragt, wer macht weiter, wenn Martin Schulz hinten von der Bühne runter muss? Bauer Korn. So, die kommen jetzt noch mal zum Foto. Macht euch mal schön.